Ja, hallo, hier liebe YouTube-Freunde. Hier ist wieder euer Marc, daheim in der Natur. Ihr seht es schon, vor mir stehen zwei sehr große Kartons. Die haben mich von traveltiger.de erreicht und ich möchte euch gleich mal zeigen, was sich darin befindet. Nun habe ich den Inhalt, der sehr, sehr gut verpackt war, aus dem Kartons befreit und ihr könnt sicher schon erkennen, was es wird. Ja, hier seht ihr fünf Kissen, die man mit Klettverschluss verbinden kann. Hier wohl eine Art Beine, das kompakte Unterteil und dort hinten versteckt die Lattenroste. Ein bisschen Merchandise ist natürlich auch dabei. Hey Tiger, sei wild. Und dieser Quick Start Guide war auch dabei. Ja, da gucken wir gleich mal hinein. Und nun könnt ihr ganz sicher erkennen, worum es sich hier handelt. Es ist ein Campingbett für mein Auto, für mein Dacia Docker. Ja, und damit werde ich meinem Kanal auch eine andere Richtung geben. Ich werde hin und wieder Videos einblenden, wie ich mit dem Docker unterwegs bin und mir schöne Orte zur Übernachtung suche. Nun geht es aber erstmal an den Aufbau. Wie ihr hier vielleicht erkennen könnt, muss man einige Vorarbeiten machen. Also diese unteren Beine dort erstmal an dem Hauptgestell befestigen. Und dann geht der Aufbau weiter. Ich baue übrigens das Bett erstmal hier auf in der Wohnung, weil man das ja auch als Gästebett im Freien oder in der Wohnung halt mal nutzen kann. Und ich will mal erst zuerst testen, wie es sich da verhält. Ja, der letzte Schritt der Anleitung zum Aufbau des Grundgerüsts hat mir gerade die Tränen der Verzweiflung ins Gesicht getrieben. Und zwar ist das aber ganz einfach, wenn man das richtig liest und auch versteht. Hier oben, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, befindet sich ein schwarzes Abdeckblech. Und dieses Blech muss man mal, könnt ihr das so sehen? Ich glaube gerade nicht. Dieses Blech muss man hier vorn zwischenbauen und mit so einem kleinen Seitenblech, das man hier zuvor durch den Schlitz geführt hat, verspannen, damit hier noch mehr Stabilität in den Rahmen hineinkommt. Ja, das habe ich leider in der Anleitung nicht so gleich auf den ersten Blick verstehen können, aber jetzt ist das klar. So, nun habe ich das Lattenrost auf das Bett gelegt. Was ich hierbei allerdings nicht verstanden habe, da stand, dass man das mit dem Klett, die vier einzelnen Teile mit dem Klett befestigen soll. Da weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Ja, das will irgendwie nicht. Also das Klett ist nicht so gearbeitet, dass ich die miteinander verbinden kann. Ah, ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Wenn man die Lattenroste umdreht, da ist oben Klett drauf. Und wenn man da die Kissen drauflegt, dann verkletten die zusammen mit dem Lattenrost. Und ich denke mal, dann hält es. Dann kann sich das auch nicht mehr verschieben. Aber das werden wir gleich testen. Was die End- und die Mittenstücken der Matratzen sein sollen, erschließt sich mir auch nicht. Ich kann da auch nichts erkennen. Ja, in der Beschreibung, das geht daraus nicht hervor. Aber ich ziehe ja jetzt sowieso einen Laken drüber und dann ist das auch erledigt. So, jetzt ist das Bett fertig aufgebaut. Das Bettlaken habe ich natürlich passend zu der schönen dunkelblauen Farbe meines Dacia Dockers gewählt. So, und ihr könnt ja jetzt machen, was ihr wollt. Aber ich schlafe jetzt erstmal Probe. Gute Nacht. So, mein Fazit nach einem kurzen Powernap hier auf dieser Matratze. Also ich muss sagen, ich habe im Camping noch nie so gut geschlafen wie auf diesen Matratzen hier, wie auf diesem Bett. Ja, es ist schon wirklich sehr, sehr hochwertig verarbeitet.
sehr, sehr gut gebaut. Einige Sachen sind mir noch unklar, die werde ich für euch nachfragen bei Travel Tiger und werde sie dann im nächsten Video nachreichen. In einem weiteren Video von mir werdet ihr sehen, wie dieses Bett an seinem Bestimmungsort, meinem Dacia Docker, aufgebaut wird. Und dann werde ich damit auch mal draußen übernachten und es da ausgiebig testen. Bis dahin, schön, dass ihr dabei wart. Habt eine schöne Zeit draußen. Hier war wieder euer Marc, daheim in der Natur.